Agonie des Eros, was soll das sein? Ein Philosoph, Byung-Chul Han, versucht sich darüber auszulassen, dass im Grunde genommen Philosophie undenkbar ist ohne Eros. Ein Satz zum Schluss des Buches lautet: Ein Freund, ein Liebhaber muss man gewesen sein, um denken zu können. Ein wunderbarer Satz, finde ich. Und Byung-Chul Han versucht deutlich zu machen, was das Problem der heutigen Zeit ist, dass nämlich der Eros fehlt, deshalb eben Agonie des Eros. Was passiert, wenn zum Beispiel Pornografie eine erotische Stimmung gar nicht mehr zulässt, wenn das, was unmittelbar vorhanden ist, nicht mehr in die Tiefe gehen kann? Das versucht er eben philosophisch zu zeigen. Und das Spannende für mich an dem Autoren oder an dem Philosophen, der in Karlsruhe lehrt, ist, dass er etwas macht, was mich als Theologen begeistert. Er ist Philosoph, hat aber in Freiburg auch Theologie studiert und macht eigentlich für mich jedenfalls, weil ich halt auch Theologe bin, sehr viel Theologie. Er beschreibt eine Transzendenz, er beschreibt, was in unserer Welt notwendig ist, damit wir wieder denken können, damit wir Gefühle entwickeln können, damit wir als Mensch Mensch sein können. Dazu brauchen wir Erotik, dafür brauchen wir eine Verschleierung von dem Offensichtlichen. Wenn etwas nur offensichtlich ist, geht eine Transzendenz verloren und damit auch etwas, was menschlich ist und was uns eben auch im philosophischen Sinne zum Denken bringt. Eros ohne Denken geht nicht.